mehr sexuelles Selbstbewusstsein beim Date. In diesem Video gebe ich dir einen klitzekleinen Trick, der sehr sanft wirkt. Muss ich schon dazu sagen, das ist keine Methode, mit der du von heute auf morgen mehr sexuelles Selbstbewusstsein bekommst. By the way, mein Name ist Sven von Männlichkeit stärken. Und wenn du dieses Video vielleicht das erste Video ist, was du dir anschaust, stell einfach sicher, dass du den Abonnier-Button gedrückt hast, weil wir geben hier jeden Tag Videos zum Thema Sexualität, Männlichkeit, Flirten und alles das, was Männer interessiert, raus. Und diesen Tipp, den ich dir heute gebe, ist Bestandteil unseres neuen Kurses Das perfekte Date. Unten in der Videobeschreibung kriegst du einen Link zu diesem neuen Kurs. Hol ihn dir, wenn du dein Date-Leben auf ein neues Level bringen willst. Aber lass mir jetzt endlich dir diesen Tipp geben. Und dieser Tipp ist ein Auszug aus eben jedem Videokurs. Und deswegen lass uns jetzt gleich loslegen. Der Punkt Nummer 12, die Regel Nummer 12, da kam ich mal vor einiger Zeit drauf, also schon wirklich, wirklich lange her, als ich mir überlegt habe, wie kann ich mein Denken ändern? Ich hatte wirklich so Angst vor Sex, Angst vor Kontakt und habe gedacht so, ey, wie kann ich mein Denken ändern? Und da kam ich auf eine ziemlich einfache Idee, habe einfach immer ein Kondom dabei. Also ich habe, das ist sicherlich das Kondom, was ich immer benutzen würde, weil das ist schon ziemlich blöd, wenn so ein Kondom ziemlich lange in der Hosentasche oder sowas ist. Aber ich habe immer ein Kondom dabei. Ich habe einfach wirklich in jeder verdammten Hose, in jedem verdammten Rucksack habe ich ein Kondom. Sven, das hast du hier später vor. Ja. Dass du dieses Kondom in dem Videokurs dabei hast. Oh, ich habe das nächste Modul. Komm mal gucken. Weißt du, das, nach der Arbeit kommt das Vergnügen, Martin. Okay. Aber dann mit Frauen. Aber und ja, absolut. Sven hat absolut recht. Ey, seid ihr blöd oder was, kein Kondom mehr zu haben? Das ist immer so ein Zeichen von, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen könnte. Na, weil sei vorbereitet, Alter. Was soll der Quatsch? Und das Kondom ist jetzt echt nicht groß. Ich habe auf dem Date auch immer eine Zahnbürste zum Beispiel dabei. Das macht nicht nur, dass du gewappnet bist für den Fall der Fälle, es macht vor allen Dingen auch psychologisch nochmal einen kleinen Unterschied, weil dann beschäftigst du dich den Tag über so, ey, es könnte ja jederzeit zum Sex kommen. Es könnte jederzeit dazu kommen, dass ich irgendwo woanders eine Nacht verbringe. Und das polt dein Gehirn um, dass du endlich mehr sexualisierter bist und weniger in der Freundschaftsecke landest. Du denkst jetzt vielleicht so, wie, ich soll immer ein Kondom dabei haben und eine Zahnbürste beim Date? Wie soll mir das helfen? Hey, lass es mir dir ganz genau erklären, wie dieser kleine Trick, wie dieses kleine Kondom, was du immer dabei hast, was ich jetzt auch gerade dabei habe, dir dazu hilft, deine Psychologie zu verändern. Früher war das bei mir immer so, ich habe nicht geglaubt wirklich, dass ich auf einem Date erfolgreich sein kann. Oder ich habe nicht geglaubt, dass ich irgendwie in Situationen komme, wo ich Frauen kennenlernen kann, wo Frauen mich toll finden. Und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, warte mal, ich muss mein Unterbewusstsein umprogrammieren und diesen Bullshit aus meinem Kopf rauszukriegen. Also habe ich mir angeschaut, okay, was machen Männer, die erfolgreich beim Date sind? Was haben die zum Beispiel? Die gehen davon aus, dass sie heute Nacht Sex mit dieser Frau haben wollen und haben werden. Sie wissen es nicht, natürlich wissen sie es nicht, aber sie gehen davon aus. Und was machen Menschen, die davon ausgehen, dass sie heute Abend Sex oder sich heute Abend vielleicht nicht zu Hause schlafen werden? Sie bringen eine Zahnbürste mit, sie nehmen eine Zahnbürste mit. Und indem du diese Zahnbürste einfach mitnimmst zum Beispiel, ist dein Unterbewusstsein schon darauf geeicht, okay, heute Abend werde ich bei ihr zu Hause sein. Damit wirst du also unterbewusst genau die richtigen Sachen machen, um bei ihr zu Hause zu landen. Dein größter Schatz deiner Menschlichkeit ist dein Unterbewusstsein. Das kannst du programmieren. Und indem du eine Zahnbürste dabei hast, wird sich ein kleiner Teil mehr von dir darauf programmieren, dass du mehr Erfolg beim Date hast. Dafür musst du gar nicht bewusst irgendeine Technik auswendig lernen oder das und das machen, sondern das reicht nur, wenn du dein Unterbewusstsein den Auftrag gibst, dafür zu sorgen, dass heute Abend das Date erfolgreich ist. Und eine weitere Methode dafür ist zum Beispiel ein Kondom dabei zu haben. Weil damit gibst du dein Unterbewusstsein den Auftrag, hey, schau nach Möglichkeiten, wo ich jetzt eine Frau kennenlernen kann, die ich vielleicht jetzt auch, mit der wir vielleicht direkt mit ihr ins Gespräch kommen und vielleicht jetzt mit ihr Sex zu haben. Das sind kleine Programmierungen, die einfach nur dadurch, dass du einen bestimmten Gegenstand mit dabei hast, du mit dir herumträgst und die anfangen, dadurch, dass du immer es mit dabei hast, dass du jetzt in jedem Date eine Zahnbürste mit dabei hast, anfangen, immer mehr dein Gehirn darauf zu eichen, okay, was kann jetzt dein Unterbewusstsein tun, um jetzt den nächsten Schritt zu machen? Und dann weißt du einfach, auch stimmt ja, ich lande ja mit ihr heute beim Date, aber dazu muss ich ja vorher noch, ist wie so ein kleines Zurück in die Zukunft. Weißt du, dein Unterbewusstsein fliegt schon mal mit den DeLorean in die Zukunft und schaut dir dabei zu, wie du mit dieser Frau geilen Sex haben wirst. Und weil du weißt, dass es auf jeden Fall passiert, fliegt dein Unterbewusstsein zurück und fängt an, all die Dinge zu tun,
die dafür notwendig sind und nicht dich selbst zu sabotieren. Weil so viele Menschen, die halt gerade, wenn sie schlechte Selbstbewusstsein, Glaubenssätze haben, fangen an, sich zu sabotieren. Das ist nicht im Sinne von so, okay, ich sabotiere mich jetzt, damit ich das Date vermasse. Sondern sie vermasseln das Date unbewusst. Sie fangen zum Beispiel an, Gesprächslücken entstehen zu lassen und nicht zu finden, okay, über was könnte ich jetzt reden? Sie fangen auf einmal an, die Möglichkeit, die sie da haben zum Kuss, und sie denken vielleicht, aha, naja, wann ist endlich der perfekte Moment? Aber der perfekte Moment war eigentlich schon, aber dein Unterbewusstsein hat dafür gesorgt, dass du es nicht erkennst. Und indem du die Zahnbürste dabei hast und dein Unterbewusstsein mit den DeLorean in die Zukunft fliegt und du schon sieht, ja, okay, ich muss eigentlich nur noch diese Schritte machen, damit es zum Sex kommt, fängst du an, Unterbewusstsein wird auf einmal rote Alarmleuchten laufen lassen, von wegen so, okay, jetzt ist der Moment zum Küssen. Ja, du hast Angst, aber sei mutig und beug dich rüber. Und das sind ganz, ganz fiese Programmierungen, die du mit dir anstellen kannst, die psychologisch genial funktionieren. Die sind sehr sanft. Und du bekommst vielleicht gar nicht mit, dass du auf einmal erfolgreicher beim Date bist, aber ja, du bist halt der Typ, der mit 60% beim ersten Date Sex hat. Ja? Und das sind solche Dinge, mit denen du dein Gehirn und dein Unterbewusstsein austricksen kannst. Und dementsprechend, darauf haben ja auch Martin und ich den Fokus gelegt bei diesem Kurs. Weil, hey, da draußen gibt es genug Kurse, genug Bücher, die dich mit dummen Techniken volldonnern, von wegen beim ersten Date, rede darüber, mache das, mach die Struktur. Die aber vollkommen all das, was in deinem Unterbewusstsein liegt, außen vor liegt. Und das kannst du dir wie bei einem Eisberg vorstellen. 10% des Eisberges sind oben. Und die meisten Bücher kümmern sich nur um diese 10%, um die Techniken, um das, was gesagt wird. Und die anderen 90%, die dich darauf programmieren, erfolgreich beim Date zu sein oder eben auch nicht, die liegen da unten drunter. Und die werden meistens nicht berücksichtigt in vielen, vielen Kursen. Martin und ich und auch der Samuel und auch der Timo haben das ganz, ganz stark berücksichtigt. Und natürlich bekommst du auch bei diesem Kurs geniale Techniken, geniale Strategien, um zum Beispiel jederzeit ein Gesprächsthema aus dem Nichts herauszuholen. Du bekommst ganz genau erzählt, wie du spannende Geschichten erzählen kannst, dass die Frau erst ja, metaphorisch und später physisch an deinen Lippen klebt. Du bekommst so viel geilen Scheiß, aber vor allen Dingen deswegen, weil wir auch einen großen Fokus auf den Eisberg, den Teil des Eisberges gelegt haben, der sich unterhalb des Wassers verbirgt. Deswegen klick unbedingt auf den Link unterhalb des Videos, schau dir an, ob dieser Kurs was für dich ist, und wenn du absolut zum Meisterverführer beim Dating werden willst, dann hol dir diesen Kurs. Wenn du jetzt noch glaubst, ah, naja, ich kann das niemals so gut wie der Sven oder der Samuel oder der Martin oder wen auch immer, den du da draußen noch so folgst. Ja, das kann ich nie. Dann liegt das daran, dann ist dieses ich kann das halt nicht oder ich schaffe das nicht oder das liegt halt daran, ist wieder Teil deines Unterbewusstseins, und genau darum kümmern wir uns. Du kannst nichts verlieren. Wir haben bei diesem Kurs auch mal wieder eine 60-Tage-Rückgabegarantie. Du kannst diesen Kurs komplett machen, und wenn er bei dir nicht funktioniert, gibst du einfach zurück. Ich finde das total in Ordnung. Ich finde das wirklich komplett in Ordnung. Es gibt halt manchmal Punkte, wo dieser Kurs nicht genau das ist, was du erwartet hast. Und dann klickst du einfach, schreib uns eine E-Mail, sagst, hey, ich will das Geld zurück, und wir geben es dir zurück. Kein Problem. Weißt du, ich weiß, da draußen, einige nutzen das aus. Hey, aber ganz ehrlich, da draußen gibt es so viele ehrliche Seelen, die von unseren Produkten, unseren Kursen so krass profitieren. Und deswegen, um es dir leichter zu machen, dass du sagst, na okay, ist es das wert, gebe ich dir nicht nur einen Rabatt darauf, sondern ich gebe dir auch die Garantie, dass du auf jeden Fall dein Geld zurückbekommst, sollte der Kurs nichts für dich sein. Also, viel Spaß, klick dich in den Link rein, sei gut zu dir selbst und bis bald.